erzählst du deiner Frau, dass natürlich sie das Wichtigste in deinem Leben ist und nicht der Garten, nicht der Teich, nicht die Fische und natürlich auch nicht die Bonsai. Und dann kommt ausgerechnet an ihrem freien Tag, bringt der Paketdienst so ein Teil zu mir nach Hause. Natürlich, ich wusste, dass das Päckchen, naja, sagen wir eher, das Paket, das Riesenpaket aus Ascheberg demnächst bei mir eintrifft. Und ich bin auch froh, dass das Bonsai-Zentrum mir das so schnell zur Verfügung gestellt hat. Aber ehrlich gesagt, es hätte auch einen Tag später sein können. Erklärungsnotstand. Aber sie weiß, dass ich verrückt bin und sie lebt damit, ich lebe damit und sie weiß natürlich, dass sie für mich das Wichtigste ist. Ja, moin moin erstmal und herzlich willkommen bei My Bonsai & Koi. Ja, wir starten heute was Neues, ein neues Projekt und ziemlich viel Zeug hier drin. Wobei, ganz ehrlich, es sieht nach mehr aus, wie ich eigentlich bestellt habe. Und ich würde sagen, wir machen hier mal auf und beginnen auszupacken. Ich habe hier schon, weil ich davon ausgehe, dass es Verpackungsmaterial gibt, alles bereitgelegt. Und genauso kenne ich das, wenn ich von Bonsai die Pflanzen bekomme. Man kriegt unheimlich viel Pappe. Das ist auch gut so, weil es ist natürlich extrem wichtig. Oh, eine Rechnung habe ich auch gekriegt, die ist aber lange nicht so hoch, wie das Paket vermuten lässt. Ah, Päckchen Gummibärchen ist auch wieder dabei. Klasse. Ja, was habe ich hier drin? Das ein oder andere dieser Teile hier. Und dann wisst ihr auch ganz genau, hier ist kein fertiger Bonsai drin. Nein, hier sind ganz junge, zarte Pflänzchen drin und ich fange jetzt hier einfach mal an auszupacken und dann erzähle ich euch, was ich damit vorhabe. Spätestens jetzt ist jedem klar, um was es in diesem Projekt geht. Es geht um Wald. Mächtig große Schale, mächtig viele Bäume, aber es ist was, was ich mir schon lange, lange vorgenommen habe und was mich unheimlich reizt, denn es wird ein Mischwald. Ich habe hier, wenn alles passt, 5-mal eine kleine Hainbuche, ich habe 3-mal eine Eiche, ich habe 3-mal eine Linde. Und ich habe 3-mal eine Birke. Und ich habe auch noch die
Bäumchen von meiner Yamadori-Birke, die kleinen Pflänzchen, die entwickeln sich prächtig. Auch die werden hier eine Rolle spielen. Jetzt habe ich diese Pflänzchen hier stehen. Mit denen habe ich jetzt noch was vor. Im Übrigen alles zwei- oder dreijährige Bäumchen, dass sie wirklich das Entwicklungspotenzial haben, in der Schale weiter zu wachsen. In der Schale, ja, aber natürlich erst im Frühjahr. Ich will bewusst in der Schale, ich will nicht, dass sie riesengroß werden. Mir geht es bei diesem Projekt jetzt echt einfach den Versuch, die Mischung zu machen. Und dann kann ich natürlich hier auch keine echten, ich nenne mal jetzt echte Nadelbäume reinsetzen, weil die brauchen anderes Substrat, anderer Standort, andere haben einen anderen Wasserbedarf. Und deswegen werde ich jetzt mal hier mit Laubbäumen diesen Versuch starten. Da es jetzt früh am Morgen ist und ich eigentlich was arbeiten sollte, mache ich hier jetzt einen Break. Die Pflanzen hier sind alle wunderbar feucht, muss ich im Moment gar nichts tun, aber ich werde die noch vor dem Winter versorgen, aber das zeige ich euch, wenn es soweit ist. Und genau jetzt ist es soweit. Es geht weiter mit meinem Mammutprojekt Mischwald. Ja, da sind sie. Ein paar Tage sind vergangen. Sieht alles noch gut aus. Ja, die Linde verliert oder ist schon im Herbstmodus. Und vielleicht erkennt ihr auch, hier vorne sind 1, 2, 3 Ulmen dazugekommen. Die hatte ich schon seit ein paar Monaten bei mir auf meinem Bänkchen rumstehen. Die sollen hier auch mit integriert werden und ganz stolz hier meine Ableger oder meine Triebe, die ich an der Yamadori-Birke weggemacht habe. Schaut euch mal an, wie schön die gewachsen sind. Auch die kriegen eventuell einen Platz in meinem Mischwald. Ja, ich hatte gesagt, ich will noch was tun vor dem Winter. Wir haben jetzt, wie gesagt, Mitte September und ich möchte die Bäumchen aus diesen Plastikschalen rausholen. Ich möchte das Substrat auflockern, möchte die Wurzeln vielleicht schon ein klein wenig an eine flachere Unterkunft gewöhnen. Wurzeln, die komplett daneben laufen, je nachdem wie viel Wurzelmasse ich hier drin finde, auch kappen. Und es wird aber kein Wurzelschnitt. Ja? Und es wird in dem Sinn kein Umtopfen mit Wurzelschnitt, sondern es wird einfach nur ein Umtopfen. Ich habe das hier alles kompakt drin, dann, denn genau hier sollen sie reinkommen. Was habe ich vor? Hier kommt Unkrautvlies rein, dann kommt unten so ein Zentimeter Sphagnummoos rein. Dann werde ich mit dem Substrat, das ich ja bei dem Rausholen jetzt hier gewinne, da werde ich ein Stück weit Pinienrinde mit untermischen und dann kommt das hier alles komplett in einen Pott. Der wird dann natürlich in den Schatten gestellt. Schön gegossen und ich mache natürlich jetzt hier auch so ein Stück weit, vor allem hier bei den Ulmen, die jetzt wirklich ein Jahr lang durchgewachsen sind, da werden wir auch den ein oder anderen Ast nehmen. Das heißt, mit dieser Maßnahme werde ich auch ein klein wenig ans Grün gehen. Ja, einiges zu tun. Wichtig jetzt im Moment, zwar noch im Schatten, aber irgendwann wird die Sonne jetzt rumkommen, immer wieder die Wurzeln bzw. die Erdmasse um die Wurzeln befeuchten, damit da nichts passiert. Jetzt rede ich nicht mehr so viel. Komm, wir machen das jetzt in einem ganz schnellen Schnelldurchlauf und dann sehen wir uns nochmal, wenn die hoffentlich alle hier drin stehen. Den ersten Eindruck von Mischwald, den haben wir jetzt doch schon ein Stück weit.
Und ihr habt gesehen, ich habe dann doch die ein oder andere Wurzel mehr geschnitten. Das waren aber vor allem die ganz langen, die sich halt in den Töpfen oder in den Plastikdingern da schon gewickelt haben. Die habe ich abgeschnitten. Ich denke, alle Pflänzchen haben eine gute Chance, durch den Winter zu kommen. Aber ganz klar, wenn du hier jetzt, keine Ahnung was, 20 Bäumchen hast, dann musst du auch damit rechnen, dass dir ein, zwei hops gehen. Aber okay, das ist so, das ist Natur. Ja, was habe ich jetzt vor damit? Erstmal kommt hier jetzt nochmal eine gute Portion Wasser drauf, einfach um es anzugießen. Dann logischerweise gibt es einen schattigen Platz für meinen Mischwaldaspiranten. Und dann schauen wir einfach mal, ob sich jetzt im September, Oktober noch irgendwas so ein klein wenig tut. Ich habe ja schon recht heftig zurückgeschnitten teilweise. Also, nächster Schritt, Projekt, großer Mischwald. Häkchen dran. Und endlich, endlich ist es soweit. Ihr habt es gesehen, 18 Monate, anderthalb Jahre stand mein Mischwald jetzt in seinem Bäckerkorb. Und ich kann nur eins dazu sagen, er hat sich sehr, sehr gut entwickelt. Ihr habt gesehen, ich habe schon so ein Stück weit zurückgeschnitten, um die Bäumchen, naja, ein klein wenig handlicher zu machen. Und rückschneiden, düngen und gießen, das war auch das Einzige, was ich in 2022 mit diesem Bäckerkorb und seinem Inhalt veranstaltet habe. Und jetzt im März 2023 soll der nächste Schritt erfolgen. Ja, März. Ich habe immer das Problem, ich muss dann so meine Resturlaubtage nehmen. Die hatte ich eigentlich ein klein wenig nach dem Wetter geplant. Aber das Wetter, naja, was soll ich sagen, hat nicht so mitgespielt, wie es sich angekündigt hat. Und so sitze ich zwar bei angenehmen Temperaturen, aber recht diesig und regnerisch mal wieder unter meiner Pergola. Das freut mich natürlich und versorge jetzt mal die ganzen Bäume. Die werde ich jetzt hier sorgfältig einen nach dem anderen rausholen. Und die wandern dann hier unter mir. Da habe ich meine schwarze Umtopfschale und da ist Wasser drin. Das heißt, die stehen hier jetzt einfach mal und warten auf die nächste Bearbeitung. Und naja, ich habe hier noch, keine Ahnung was, 15, 16 Bäume rauszuholen. Also ich mache mal weiter und dann schauen wir mal, wie es insgesamt mit meinem Projekt Mischwald so heute vorankommt. We'll be right back.
ihr habt gesehen, alle Bäumchen sind befreit und ich habe ganz ordentlich Feinwurzeln dran. Und was auch ganz geschickt war, war letztlich diese Schicht Sphagnum Moos, weil in der konnte ich mit der Schere sehr gut die Feinwurzeln kappen. Bei ein paar Bäumchen, klar, typisch Eiche, aber auch bei den Linden war es so, dass schon eine ziemlich heftige Pfahlwurzel sich schon den Weg nach unten gesucht hatte. Und was habe ich denn jetzt? Ich habe drei Eichen. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 Birken, wobei ich hier meine Eigenzuchten, die sind so ein bisschen miteinander verknüpft, die werde ich versuchen irgendwie auch in diesem Gebilde zusammen zu lassen, vielleicht eine rausnehmen. Dann sollte ich 7 Hainbuchen haben. Ich habe 3 Linden und ich habe 2 Ulmen. Bei den Birken, bei den Hainbuchen und vor allem bei den Ulmen mache ich mir von der Blattgröße keine Sorgen. Ein bisschen Angst habe ich ehrlich gesagt. Ich habe altes Laub, was im Bäckerkorb drin war, mal angeguckt. Die Linde hat ein relativ großes Blatt. Die Eiche, ja, das geht. Mit dem könnte ich leben. Und mal schauen, wie sich das entwickelt. Klar ist auch, ich habe einen extrem großen Baum und um den kümmern wir uns jetzt gleich mal ein Stück weit. Ich halte die Linde mal schräg, damit sie aufs Bild passt und ihr seht, sie geht hier sehr gerade und ich werde genau diese Stelle hier jetzt nutzen, um einen Schnitt zu machen, damit sie nicht ganz, ganz so groß wird. Übrigens, alle Schnittwunden, die ich jetzt mache, die werden nachher noch versorgt. Ich will nur nicht jedes Mal die Knete am Finger haben. Und die Linde hat auch hier eine Wurzel, die sehr nach unten geht und die hier auch, die werde ich auch wegnehmen, denn die stören mich einfach. An denen ist auch hoffentlich nicht ganz so viel Feinwurzelei dran, aber ich denke mal, die Wurzeln werden der Linde reichen, um weiter in meinem Wald überleben zu können. Machen wir die Stelle noch ein bisschen sauberer, kommt natürlich auf beiden Stellen Wundverschluss drauf. Und jetzt, muss ich ehrlich gestehen, jetzt habe ich ein kleines Problem. Denn meine ursprünglich vorgesehene Schale, die ist belegt mit meinem Zuckerhutfichtenwald. Und ja, ihr habt recht, um den muss ich mich mal wieder kümmern, machen wir demnächst mal. Ja, das Problem kenne ich jetzt aber schon seit Dezember 2021, weil da habe ich dieses Wäldchen angelegt. Deswegen habe ich in letzter Zeit, naja, eigentlich seit fast 1,25 Jahren immer Ausschau gehalten. Und ich hatte eine Idee im Hinterkopf und die konnte ich vor ein paar Wochen tatsächlich realisieren. Deswegen nehmen wir mal das Übergangsbehältnis einfach weg. Und ich war von diesen Schalen schon immer begeistert. Kleines Stichwort, Bonsai-Zentrum Armbruster. Video dazu blende ich euch mal hier ein. Der macht ja seine Schalen zum Teil selber und er hat mega geile große Schalen. Und wie ich inzwischen weiß, diese großen Schalen stellt er nicht mehr her. Und so hatte ich das Glück, ich glaube es war die vorletzte, hier dieses Teil zu ergattern. Das kommt jetzt so gar nicht so raus. Ups, ich zeige euch das mal. Schaut mal an. Hier soll mein Mischwald seine neue Heimat finden. Sehr flache Schale. Deswegen werde ich auch so ein oder zwei neue Sachen vermutlich ausprobieren und was aus meinem Schuppen holen, was da wirklich, glaube ich, seit 2,5 Jahren liegt und ich es noch nie benutzt hatte. Dazu aber später mehr. Und ich werde jetzt mal die Schale vorbereiten, das Zeug, was ich dazu brauche, vorbereiten. Drähte einziehen und dann fangen wir mal so mit den ersten 2, 3 Gedankenspielen gemeinsam an. Ich bin mega gespannt und es wird eine mega Herausforderung in dieses flache Teil. Ihr seht, ich habe inzwischen die Schale präpariert. Ich habe mehrere Spanndrähte
in die dafür vorgesehenen Löcher reingetan. Ich habe auch noch ein paar bei den Abzugslöchern gesetzt, einfach um ja, so ein bisschen Spielzeug zu haben. Und ich werde jetzt mal so ein ganz klein wenig, nee, was habe ich noch gemacht? Das wollte ich euch auch noch kurz zeigen, nur damit ihr seht, dass ich nicht nur drüber rede. Ich habe die Stellen soweit fertig gemacht. Ich habe auch die Bäumchen alle von alten Ästen befreit. Und jetzt kann ich mir mal so ein Stück weit Gedanken machen, wie es eventuell hier aussehen könnte. Dazu schmeiße ich hier jetzt einfach mal, naja, mit einer so einer Schippe komme ich da nicht arg weit. Ich schmeiß mal ein Stück weit Substrat auf meine tolle Waldschale, die ja, wie ich schon gesagt habe, sehr, sehr flach ist. Und das macht mir auch ein bisschen Sorgen, aber versuchen wir es erstmal so. Warum schmeiße ich jetzt Substrat rein oder drauf? Ganz einfach, damit ich mir so ein erstes Puzzlespiel setzen kann, wie ich die Bäume vielleicht platzieren könnte. Und damit die ein klein wenig Halt haben, wenn ich sie da reinstopfe, machen wir das jetzt mal so. So, das sollte jetzt mal fürs erste Mal reichen. Ich habe insgesamt 21 oder 22 Bäume. Alle möchte ich hier und alle werde ich hier vermutlich nicht unterbringen. Muss auch nicht zwingend sein. Wald. Wald sollte, oder vielleicht mal meine Grundidee, ich möchte hier einen Bereich machen. Irgendwo in diesem Segment möchte ich so einen Durchblick, Durchgang machen und dann hier vorne nochmal was hingestalten, aber hier ein Stückchen auslaufend. Für hier vorne hatte ich mir überlegt, eventuell dieses Fünferpäckchen, wenn es dann eins bleibt, Birken so ein Stück weit im, vielleicht im Kreis zu setzen, um sie nicht zu sehr auseinanderziehen zu müssen. Das wäre vielleicht mal so eine Idee, die kann ich auch ein Stückchen ums Eck ziehen. Und ihr seht auch jetzt, ich komme hier von der Höhe, komme ich eigentlich ganz gut hin. Die behalten wir uns mal im Hinterkopf, denn wir fangen da drüben an. Ein Wald sollte so gestaltet sein, dass er irgendwo einen großen, hohen Stamm hat, damit es nicht so eine ebene Fläche ist, sondern dass da irgendwas herausragt, damit er eine gewisse Silhouette bekommt. Die Silhouette möchte ich auf dieser Seite vorrangig haben, höher haben. Und auch hier soll nachher irgendwas ein Stück weit rausschauen. Mein größter Baum ohne Zweifel ist die eben schon gezeigte, frisch verdokterte Linde. Das wäre jetzt mal so ein Referenzmaß, wo ich sage, okay, das hier wird mein höchster Baum. Den schieben wir auch mal einfach ein Stückchen nach hinten. Ihr seht auch, der zweigt sich so ein klein wenig auf. Das habe ich bei verschiedenen Bäumen jetzt hier im Spiel, dass durch den bisherigen Wuchs im Bäckerkorb viele so eine recht maue Geschichte haben, ja. Also sprich, nicht viel Seitenverastung. Diese Bäume werde ich natürlich eher in den Mittelpunkt des Walds setzen, weil so sieht ja ein Wald in der Wirklichkeit auch aus, dass innen drinnen ist erstmal eine Weile keine Äste und oben, wo wieder Licht hinkommt, da bilden sich die Äste wieder aus. Deswegen werde ich einfach versuchen, hier dann die besser verasteten Bäume am Rand zu gestalten. Im Moment gefällt mir die Mischung jetzt gar nicht. Das ist ein richtig langer Kandidat, ohne irgendwas dabei zu haben. Hier habe ich noch einen anderen. Und vielleicht kann ich mir auch vorstellen, so zwei Linden einfach zusammenzusetzen. Denn wir hatten es ja vorhin davon, die Linden haben relativ große Blätter. Ich hoffe, ich kann die irgendwie klein halten. Und ich würde die Linden gerne zusammensetzen, einfach auch, wenn ich merke, dass mir das nicht ins Konzept passt, dann würde ich die Linden vielleicht aus dem Wald auch wieder rausholen und vielleicht gegen Rotbuchen oder sonst irgendwas ersetzen. Aber ein, zwei Jahre können wir uns das locker mal anschauen. Ich habe recht viele auch schon
recht schöne Birken. Okay. Auch hier würde ich jetzt mal versuchen, einen größeren Baum einfach auch eher in die Mitte zu setzen. Das ist jetzt nur ein Puzzlespiel, ja? Versteht mich bitte nicht falsch. Ich habe auch hier, oder nehmt das jetzt nicht als Endlösung. Seht ihr, jetzt habe ich hier zum Beispiel so eine Hainbuche, ist das, denke ich, jawohl, ist es, die schon ein klein wenig nach außen sich verzweigt. Die würde ich jetzt doch lieber so hinsetzen, dass sie irgendwo den Außenbereich definiert. Ich habe noch Eichen. Ich finde, so eine Eiche gehört natürlich auch in so einen Wald rein. Die würde ich auch eher, wenn er mich denn lässt, der Wind, hier hinsetzen. An der muss ich noch hier unten ein klein wenig an der Pfahlwurzel was abnehmen. Dann hätte ich hier eine Eiche. So, jetzt kommen wir an die Punkte ran, wo ich sage, lass uns mal was Kleineres nehmen, nee, was Niedrigeres, nee, was einfach auch Volumen macht. Und da bietet sich jetzt zum Beispiel für mich hier super gut diese Ulme an, die ja schön verzweigt ist. Da merkt ihr mal, unter was für Bedingungen ich hier für euch arbeite. Naja, vorrangig natürlich für mich, denn ich möchte ja den Wald haben. Und hier habe ich jetzt auch was eher schmaler, was schon besser verzweigt ist. Das wäre was für mich, wo ich für eine Verastung sorge. Ebenfalls diese Hainbuche hier, soll ja ein klein wenig Abwechslung drin sein. Und dann vielleicht noch, was habe ich noch an Eichen? Hier habe ich noch mal eine Eiche, die würde mir aber vielleicht ganz gut hier zu meinem Birkenquintett oder Quartett, was immer es am Schluss auch wird, würde das vielleicht ganz gut passen. So in die Richtung, auch hier dann wieder eine kleinere Hainbuche dazu. Und so langsam habe ich das Gefühl, ich kriege hier die 21 Bäume unter. Oder 20, nee, 20 sollen es ja nicht sein, es soll ja ungerade sein. Da vielleicht auch so als Gegenpol ein bisschen ein höheres Bäumchen. Und dann aber auch wieder hier, so für den, um das Ganze abzurunden, nochmal so ein paar kleinere in diese Richtung. Dann haben wir hier eine Hainbuche. Was habe ich noch? Nee, da haben wir eine Eiche, eine Hainbuche. Viele, viele Birken. Das hier sieht nach Hainbuche aus. Das hier sieht auch nach Hainbuche aus. Was habe ich denn noch Hübsches rumliegen? Ja, vielleicht hier doch noch mal so eine Hainbuche. Und dann habe ich hier noch eine Ulme, die allerdings ein Wackelkandidat ist. Die könnte ich vielleicht dann eher hier reinsetzen. Denn ihr wisst ja, hier will ich so eine kleine Lichtung lassen. Und jetzt komme ich so langsam in ein Segment, wo ich sage, das wäre jetzt mein Weg. Und ich bin gerade echt ein Stück weit richtig begeistert, dass ich hier auch mit der Höhe ganz gut hinkomme. Wenn ihr da schaut, da kann ich mit Substrat aufschütten, aber trotzdem möchte ich hier am Rand entlang, vor allem hier in diesem Bereich mit den höheren Bäumen, werde ich mir was zusammenmischen. Jetzt muss ich es nur kurz holen, dann zeige ich es euch gleich. Und jetzt zählen wir mal durch, wie viele Bäume wir gerade haben. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 2, 4, 6, 8, 10, 20. 20 gefällt mir nicht als Zahl. Dann nehmen wir hier einfach noch eine Eiche dazu. Die haben ja auch recht kleine Blätter. So. Und das hier, das ist mal der ganz, ganz grobe Plan. Und jetzt schauen wir noch wegen der Geschichte hier am Rand. Da habe ich nämlich, wie ich vorhin schon sagte, seit 2 Jahren was im Schuppen liegen. Original verpackt, noch verschlossen. Deswegen, so viel als Hinweis, auch noch extrem feucht. Aber das zeige ich euch jetzt. So, den Wald mal kurz beiseite gestellt, kommt diese Tüte hier ins Spiel und das Zeug fühlt sich an, ehrlich gesagt, wie Knetmasse oder sowas oder wie Teig. Nennt sich Keto Tsuchi, ist japanischer Schwarztorf und das lässt sich so ein Stück weit
verarbeiten, wie ich gerade sagte, wie Knete. Ich mache hier jetzt mal auf. Ich habe es noch nie selber benutzt, noch nie damit gearbeitet, aber ich habe es schon im ein oder anderen Video bei anderen gesehen und ich weiß, dass es etwas ist, bei dem man ganz schnell ganz viel und ganz dreckige Hände bekommt. Und ich hole das jetzt hier mal raus. Wie gesagt, nach 2 Jahren immer noch feucht. Und was habe ich damit vor? Ja, ich möchte damit mehr oder weniger sowas wie einen Wall am Rand meiner Schale gestalten. Ich nehme jetzt mal auch nicht ganz so viel, weil ich nicht weiß, wie viel ich brauche. Riecht nicht irgendwie vermodert oder sowas. Und so habe ich es in Videos gesehen, das nimmt man nicht pur. Da schmeiße ich jetzt mein ganz normales Substrat mal ein Stück weit drüber, damit das ein bisschen trockener wird. Und jetzt mache ich das wie früher Oma in der Küche beim Kuchenbacken. Jetzt werde ich das mal vermengen und hier einen Klumpen draus machen. Und wenn ich den fertig habe, dann zeige ich euch, oder hoffe ich euch zeigen zu können, wie das in der Schale zum Einsatz kommt. Boah, was für ein Gemansche. Ja, ihr seht, ich habe so ein Stück weit die Location gewechselt, denn mein Mikro kann mit dem Wind deutlich besser umgehen als mein Hintergrund unter der Pergola. Und so haben wir auch ein bisschen Sonnenlicht. Ich versuche, dass ich keinen Schatten werf. Also eins könnt ihr euch nach der Bearbeitung mit dem japanischen Torf hier wirklich gleich mal vornehmen. Ihr braucht einen Termin bei der Maniküre. Und jetzt lange ich gleich noch mal rein. Was habe ich vor damit? Dieses Torf nehme ich jetzt und setze es hier am Schalenrand entlang. Das kann ich, wie gesagt, richtig schön kneten. Ich mache es noch ein bisschen feucht. Das ist ja so wie beim Kuchenbacken. Und diese Mischung jetzt, ich kann mir den Namen nicht merken, KK irgendwas, das setze ich jetzt hier einmal rundherum. Und ihr seht, ich gewinne damit 1, 2, 3 Zentimeter, ich kann es zur Not auch noch ein bisschen hochziehen, an Höhe, um meine Bäume in mehr Substrat setzen zu können. Und wie gesagt, einmal hier jetzt rundherum, ob ich es da vorne brauche, weiß ich noch nicht, schauen wir mal. Vorteil an dem Zeug ist einfach das, das hat eine gewisse Stabilität und ich kann danach auch zum Beispiel Moos draufsetzen, damit das überwachsen wird und nicht so eine dunkelbraune Masse bleibt. Und ich kann auch einfach von mir Substrat nehmen und das so ein Stück weit draufdrücken, dann wird das auch kaschiert. Ja, und ich werde jetzt hier mal ein bisschen Knetkünstler spielen. Danach werde ich anfangen, meine Bäume zu setzen. Ihr wisst, das ist ein Spiel hin, her, hin, zurück, vor, zurück und so weiter und so fort. Das macht keinen Sinn, da eine Stunde lang es zu moderieren. Ich schneide euch das hübsch zusammen und dann hoffe ich mal, die nächste Einstellung mit Ton von mir zeigt uns dann den Wald, mit dem ich einigermaßen zufrieden bin und der einigermaßen anschaulich ist. Drückt mir die Daumen. Thank you.
Den ersten Böen-Test hat mein Mischwald ganz gut überstanden. Und damit er schnell Wurzeln kriegt, und ihr seht ja, die Bäumchen sind alle schon so im Austrieb am Anfang oder kurz davor, gibt es jetzt auch schon ein Portionchen Dünger. Ja, ihr habt gesehen, ich habe alles gesetzt. Ich habe noch eine Stelle, die habe ich mir aufgehoben, um sie mit euch zusammen zu machen, zu klären, zu bearbeiten. Und mich weht es hier jetzt, glaube ich, echt bald weg. Deswegen machen wir flott. Ja, was habe ich gemacht? Mein Leader. Und wenn ich jetzt den als Leader nehme, dann muss ich sagen, stört mich der hier ein klein wenig, weil das nicht mehr dann der Leader ist. Ganz klar. Jetzt gilt es für die Bäumchen hier erstmal, während ich das den Dünger ein bisschen verteile, anzukommen, anzuwachsen, auszutreiben, zu wachsen. Ich hoffe, ich habe mich nicht verzählt, aber es sollten tatsächlich 21 Bäume sein, die hier in der Schale Platz gefunden haben. Ich habe von der Anordnung die Linde mal hier, die andere Linde habe ich hier in den Hintergrund gesetzt. Die dritte Linde, die wird ein eigenes Projekt irgendwann mal. Die kommt jetzt mal in den Topf rein und dann schauen wir mal, was wir mit ihr machen. Auf jeden Fall habe ich die Linden eher an den Rand gesetzt, dass wenn sie so große Blätter bekommen, dass sie mir hier nicht alles abdecken. Ich habe einen bunten Mix aus Hainbuchen und Birken. Hier vorne habe ich die schönste Ulme reingesetzt. Einfach weil ich mir denke, die kann dann hier auch so ein Stück weit mit ihrem üppigen Laub den nackten Lindenstamm ein klein wenig kaschieren. Hier hatte ich ja gesagt, will ich den Durchgang machen. Der ist mir zumindest durchgangstechnisch gelungen. Im Hintergrund ein kleiner Baum, der für Tiefe sorgen soll. Und auch hier habe ich einen Leader, der mit Sicherheit nicht ganz so hoch bleiben wird. Aber lassen wir die Bäume erstmal austreiben. Ja, in die nächsten Tage kommt meine tolle Schale mit den 21 Bäumen noch ins Gewächshaus kalt, denn es soll noch mal ein bisschen frostelig werden unter Umständen. Da will ich natürlich nichts riskieren und ich mache jetzt noch ein bisschen Kür in Form von Moos, aber das ist zu langweilig für euch, das schneide ich euch zusammen. Vielleicht noch ein kleiner Tipp zum Moos. Ich habe das jetzt so bei mir im Garten und ich darf auch in Nachbarsgarten, den stört es eh nur, wenn da überall Moos ist, Moos ernten. Und schaut an so einer Geschichte wie hier, wo ihr wisst, dass der Baum oder die Schale danach den ganzen Sommer mehr oder weniger in der Sonne steht, schaut nach Moos, das auch an sonnigen Stellen wächst. Dann ist zumindest die Überlebenschance ein bisschen größer. Naja, ich bin mal gespannt, wie es vor allem auf dem japanischen Torf anwächst. Und ihr habt auch gesehen, ich habe so ein klein wenig Kokosfasernerde zwischendurch mal reingelegt. Auch da will ich die Moosstückchen drauflegen. Aber das mache ich jetzt mal noch für mich in Ruhe, in der Hoffnung, dass es mich nicht wegweht. Und wir schauen dann gemeinsam wieder auf den Wald, wenn er hoffentlich knallt.
inzwischen sind wir im August 2023 mittendrin, schön warm und natürlich kann nicht alles immer so funktionieren, wie man es sich vorstellt, denn natürlich hätte ich mir einen Moosbewuchs gewünscht, wie hier bei meinem Ahornwald. Aber das wäre Jammern auf hohem Niveau, denn das Moos, das hat nicht so funktioniert. Aber vielleicht importiere ich ja einfach was vom Ahornwald im nächsten Frühjahr. Aber der Rest von meinem Mischwald, der kann sich sehen lassen. Denn von 21 eingepflanzten verschiedenen Laubbäumen stehen weiterhin 21 verschiedene Laubbäume in meiner tollen Waldschale. Und wie ihr seht, sie sind richtig gut gewachsen. Ihr habt vorhin gesehen, ich habe im Juni mal einen Rückschnitt gemacht und das hat das Bäumchen genutzt. Oder das Bäumchen? Nein, es sind ja mehrere. Die Bäumchen, die haben das genutzt, um gleich noch mal kräftig auszutreiben. Und das wird jetzt auch die Maßnahme sein, die ich jetzt noch mache. Ich werde ein bisschen auf die Silhouette gehen. Ansonsten will ich die Bäume eigentlich wachsen lassen. Denn die sollen natürlich ein bisschen strammere, ganz klar strammere Stämme bekommen. Und wenn ich das Ding so um mich rumdrehe, klar hat man vor allem bei den Hainbuchen, aber da leiden meine anderen Hainbuchen dieses Jahr auch ein bisschen, habe ich das ein oder andere schon ins Herbst gehende Blatt. Da mache ich mir aber überhaupt keine Sorgen. Und wir hatten es ja auch mal im Laufe des Videos davon, dass ich einen gewissen Respekt vor der Größe der Blätter hatte, vor allem was die Linde und die Eiche anbelangt. Auch das, finde ich, funktioniert wirklich, wirklich gut. Die Lindenblätter, ja klar, könnten sie eine Spur kleiner sein, aber da stecke ich nicht drin, lebe ich damit. Und meine Eichen hier, ja, die sehen eigentlich ganz gut aus und passen ins Konzept. Vor allem natürlich unter dem Gesichtspunkt, dass ich dieses Jahr einfach habe wachsen lassen. Irgendwie dieses Jahr bei mir zumindest ziemlich viel Wachstum an den Birken. Das merkt man auch. Das sind inzwischen die höchsten Bäume hier in meinem Wäldchen. Und die Ulme erfüllt im Endeffekt genau den Zweck, den ich ihr zugetragen habe, nämlich hier ein schönes Grün zu bilden. Hier unten seht ihr, kommen immer wieder Triebe, die ganz weit unten sind, die will ich aber noch gar nicht so ganz offensiv wegschneiden, denn Triebe unten bringen mir ja auch in einem gewissen Maß eine Verdickung des Stamms. Und ich sortiere jetzt noch mal ein klein wenig durch, schaue, was ich noch zurückschneide und dann, boah, dann würde ich sagen, wir beenden dieses inzwischen doch ziemlich, glaube ich, lange Video. Und auf was achte ich jetzt beim Rückschnitt? Klar, auf erster Punkt, die Silhouette. Ja, ihr seht weiterhin hier, diese Hainbuche hier, die ist im, zu mir jetzt im kleineren Waldabschnitt der Lieder. Hier die Winterlinde, die kriegt Konkurrenz von der Birke hier. Aber soll mir ja recht sein, wenn die hier drinnen um die Wette wachsen. Und das lasse ich sie natürlich für den Rest des Jahres sehr gerne noch. Und so ein genauerer Rückschnitt, der wird dann im Herbst, wenn das Laub gefallen ist, folgen. Aber für hier und jetzt, naja, das war's mit, ich bin mir ziemlich sicher, dem ersten, aber nicht letzten Video zu meinem Großprojekt Mischwald. Über 2 Jahre hat das ganze Ding jetzt gedauert und ich hoffe, es war zwischendurch nicht zu langweilig. Für mich waren es wieder viele, viele neue Erfahrungen. Ich kann mir immer noch nicht merken, wie die Pampe da heißt, mit der ich die Schale ein Stück weit hochschieben konnte und damit mehr Substrat reingebracht habe. Das hat super, super, super gut funktioniert. Und ihr seht ja auch, mir ist vom Substrat nichts rausgefallen. Also das passt alles. Am Moos arbeiten wir noch und ansonsten dürfen die 21 Bäume hier
für den Rest des Jahres wachsen, hoffentlich gut durch den Winter gehen und dann, ich glaube, dann starte ich mal ein neues Video mit meinem Mischwald. An euch vielen Dank, dass ihr jetzt so lange ausgehalten habt. Ich denke, es war was Außergewöhnliches. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst, wie immer, lasst mir gerne ein Däumchen da. Und ich stelle den Trümmer jetzt wieder in die Sonne. Und wir sehen uns ganz einfach nächsten Freitag wieder 18.30 Uhr hier bei YouTube. Mal sehen, was ich dann auf den Tisch bringe. Thank you.